Wird Ihnen präsentiert von Die Joyaux, mein Pool. Herr Pesche, diese Lok ist sowas wie ein Geburtstagsgeschenk für Ihre Händler. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Wir haben 30 Jahre Märklin-Händler-Initiative. Vor 30 Jahren haben sich 78 Händler zusammengeschlossen mit der Firma Märklin und haben diese Märklin-Händler-Initiative gegründet. Und nach 30 Jahren ist es natürlich ein Jubiläum wert. Und aus diesem Grund haben wir hier eine richtige schöne Lokomotive entworfen. Was heißt das Händlerinitiative? Ist da irgendwas bei diesen Händlern speziell? Richtig, genau. Das sind ausgesuchte Händler, die sich bei uns, gibt es Gremien wie Produktmanagement und so. Und die gehen her und sagen, Menschenskind, wir würden gerne eine Lokomotive haben, wir wollen Wagensets haben, da machen wir Vorschläge. Die haben ihr eigenes Gremium und sind also mit in der Produktentwicklung dabei. Und die kriegen exklusiv jedes Jahr Produkte. Also wenn ich als Hobby-Eisenbahn-Freund ganz was Besonderes haben möchte, dann muss ich zu einem dieser Leute aus der Händlerinitiative hingehen, genau, und dort meine Sachen kaufen. Genau, richtig. Das sind Produkte, die so serienmäßig extra für die aufgelegt worden sind. Das sind auch teilweise Formneuheiten, also wirklich interessante Modelle. Und was ist das jetzt für eine Lok? Ja, das haben wir jetzt hier, eine ganz besondere Lok. Das ist eine Vectron, die ist ja eigentlich auf den deutschen Eisenbahnen hauptsächlich natürlich nachts unterwegs, in der Epoche 6. Aber von der Lackierung her sieht man, dass es eigentlich aus den 70er Jahren ist. Und früher hat man die V200 gehabt. Das war eigentlich so die Diesellokomotive schlechthin bei der Deutschen Bundesbahn noch. Und die haben wir so lackiert. Diese Lokomotive gibt es noch nicht in dieser Farbgebung. In echt, genau. Ja. Wir hoffen natürlich, dass der eine oder andere DB-Mitarbeiter hier mal vorbeikommt und diese wunderschöne Lokomotive sagt und dann natürlich zum Chef sagt, hey, diese Lokomotive brauchen wir jetzt auch. Und ab wann gibt es die von Märklin zu kaufen? Die gibt es also relativ bald. Wir sind schon in der Produktion. Das heißt also, im Frühjahr 2020 werden wir dort dann lieferfähig sein. Und steht schon ein Prototyp bei Ihnen in der Anlage zu Hause? Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Highlight und die kommt auf jeden Fall in meine Sammlung. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Die Joyaux, mein Pool.